In Kölnbrück finden die Beamten etwas, was dem vermissten Neffen gehört. Was hast du in Bildern? Das scheint nicht zu funktionieren. Wo hast du das gefunden? Hier vorne auf der Straße. Schau mal hier. Okay. Nachricht von Isabel. Mhm. Hey, können wir uns nachher bitte sehen? Ich will noch mal mit dir über alles reden. Da gibt es nichts mehr zu reden, das habe ich dir doch schon gesagt. Lass es bitte einfach gut sein. Es ist besser so. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du weißt genau, warum, tut mir leid. Aber mir ist es einfach too much. Okay. Hat Schluss gemacht, ja, mit seiner Freundin. Auf jeden Fall wurde irgendwas beendet, ne? Ja. Wo lag das denn auch? Okay. Guck mal, Tobi, hier ist auch eine Bremsspur. Ja. Das wird auch dazu passen, weißt du? Alles klar. Wir haben das Handy gefunden, was vermutlich eben deinem Neffen gehört. Und wir konnten einen Chatverlauf darauf finden mit einer gewissen Isabel. Ich konnte auch rausfinden, wie Isabel heißt, Petzold mit Nachnamen. Petzold? Genau. Petzold. Petzold, genau. Isabel ist nicht irgendwie verwandt mit dem Viktor, oder? Doch, das ist genau diese ist Familie. Ernsthaft? Ja, das ist genau die Familie. Ach, nee, Scheiße. Ich habe den Namen nachgeguckt und genau. Nee. Ja. Boah, ich guck mal eben nach. Warte mal. Und hier das. Soll ich dir das hier lassen? Ja, lass das mal hier bitte. Alles klar. Der ist ED behandelt worden hier. Das ist der, der Viktor. Ja, der ist mir bekannt. Ja. Das ist ja eigentlich auch eine Größe, ne? Das ist eine Größe, ja. Was ist los? Keine Chance. Also, das hört sich alles irgendwie sehr, sehr glaubwürdig an. Und ich denke mal, der war bei seinem Sohn im Krankenhaus. Ich gebe das gleich an die Lea vorne, an die LZ weiter. Die sollen das Alibi überprüfen. Ihr sagt, der wäre 6 Stunden da gewesen. Vor allem, der weiß ja selber, dass das nachvollziehbar ist. Das können wir ja alles überprüfen. Und ich finde auch, dass der sehr glaubwürdig war. Und wenn da irgendwas sein sollte, wenn nur ein Haar von dem irgendwo gefunden wird, ist der weg vom Fenster. Und das habe ich ihm gerade klar und deutlich gemacht. Ich sage, wenn da irgendwas gefunden wird und dein Alibi nicht stimmt, da wirst du deinen Sohn nie wiedersehen. Ja, ich habe das. Zumindest halt für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Die haben das Handy ausgewertet. Vom Daniel. Die haben das Handy gefunden. Oh, okay. Da ist jetzt ein Chatverlauf mit einer Isabel. Isabel ist die Schwester von Viktor Petzold. Aha. Und Daniel hatte was mit dieser Isabel zu tun gehabt. Im Chatverlauf lässt sich jetzt nachprüfen und nachvollziehen, dass Daniel mit ihr was hatte, aber dann die Beziehung anscheinend beendet hat. Und meinst du, dass Glaser vielleicht ein Handlanger vom Petzold sein könnte? Also Alibi-Technik würde ich sagen. Das können wir dann rauskriegen, wenn das bestätigt wurde im Krankenhaus. Entweder es bestätigt, dass er da war, oder es bestätigt, dass er nicht da war. Wenn es nicht bestätigt ist, wenn er nicht da gewesen ist, haben wir ihn am Sack. Ich habe keinen, wem das rote Auto gehören soll. Vielleicht hat Lea da schon was rausgefunden. Also ich denke, die nächste, die wir vernehmen sollten, ist die Isabel, ne? Auf jeden Fall. Ja. Wir haben das Handy von Daniel auswerten können und da ist ein Chatverlauf drinnen von der Isabel Petzold. Das ist die Schwester von dem Viktor Petzold und das ist mal ein Knacki. Also ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wir müssen die Isabel befragen, vielleicht weiß sie ja irgendetwas, was den Unfallhergang betrifft oder wo der Daniel jetzt verblieben ist und ob ihr Bruder mit der ganzen Sache irgendetwas zu tun haben könnte. Wir vermuten das, da sind wir uns sogar ziemlich sicher, weil ich glaube, der Bruder, der ist ziemlich sauer darüber, dass der Daniel mit der Isabel einfach nur Schluss gemacht hat. Und das toleriert er nicht. Und ja, mal gucken, was die Isabel dazu zu sagen hat. Der schwerkriminelle Bruder der Ex-Freundin könnte Martin Fuchs Ziehsohn gerammt und verschleppt haben. Ordentlichen Bums gekriegt, ne? Ja. 15, 37 hört. Bevor ich beginne, wir konnten mit dem Telefon tatsächlich was anfangen. Wir konnten das einer Isabel Petzold zuordnen. Und über die haben wir jetzt eine neue Verdachtslage. Und zwar fahrt mal bitte zu dem Club Paradise Broken. Das gehört einem Viktor Petzold. Den solltet ihr auch kennen. Der ist ja einschlägig vorbestraft. Wir vermuten, dass sich der Daniel Fuchs dort aufhält. Also der Glaser, also das Alibi, ist überprüft worden. Ja. Und das ist auch bestätigt worden. Also der war wirklich im Krankenhaus. Also das konnten jetzt einige bestätigen. Scheiße. Die Lea hat mir jetzt gesagt, dass sie jetzt eine Streife noch mal einmal zur Wohnanschrift von diesem Viktor geschickt hat und aber auch hier zu dem Club von dem Broken Paradise, ne? Okay. Also, das wird jetzt alles in die Richtung ermittelt und jetzt, da kriegen wir schon hin, okay?
Isabel nehme ich an, ne? Ja, Isabel Petzold. Genau, Westerhofen ist mein Name. Isabel, du steckst in ganz großen Schwierigkeiten, das weißt du schon, ja? Warum? Weißt du, wo der Daniel ist? Nee. Keine Ahnung, aber Daniel kennst du, Daniel Fuchs. Ja. Ja? Ich zeig dir jetzt mal gerade was und deswegen sage ich dir auch, dass du in wirklich großen Schwierigkeiten steckst. Kennst du das Auto hier? Ja. Das ist von Daniel. Ja. Das Auto haben wir gefunden mit eingeschlagener Scheibe, mit einem Airbag, der geöffnet ist, wo ganz viel Blut dran ist, mit einem durchgeschnittenen Gurt. Aber weißt du, was uns da fehlt? Der Daniel. Ein durchgeschnittener Gurt. So ist das. Mit anderen Worten, da ist irgendjemand drangegangen. Das Fahrzeug hat die Scheibe von außen eingeschlagen, den Gurt durchgeschnitten, nachdem er dieses Fahrzeug wahrscheinlich gerammt hat und vor der Straße abgedrängt hat. Und hat den Daniel dann rausgeholt und mitgenommen. Wo ist der Daniel? Mark Westerhofen bemerkt, dass die 25-Jährige abgelenkt ist und will gerade nachhaken, als Martin Fuchs ihm zuvorkommt. Was haben Sie da in der Hand? Was Sie in der Hand haben, will ich wissen. Ey, bleib ruhig. Alles gut, alles gut. Wieso schreibt die da? Die schreibt an Viktor. Die schreibt an ihren Bruder. Was soll das? Hey, alles gut. Also, alles gut. Lass mich das zu Ende machen hier. Komm. Ich kenne Daniel, ja, und komm, das hat ja. Ich hab gesagt, ich will das jetzt hören. Nein, raus hier, komm. Hau Marc, ich will das jetzt hören. Reden Sie. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen so und war eigentlich immer ganz schön, also von meiner Sicht. Und irgendwann meinte Daniel dann, er hat keine Lust mehr auf mich und... Diesen Chatverlauf. Ja. Mädchen, kotzt Buchstaben, wir wissen alles. Ich will wissen, wo mein Neffe ist. Ich war halt dann bei meinem Bruder und habe ihn dann zur Rede gestellt, weil immer wegen ihm irgendwas ist. Also Daniel meinte, weil er meinen Bruder kennt und mit so einem Kriminellen nichts zu tun haben will, will er auch nichts mit mir zu tun haben. Hast du das deinem Bruder gesteckt, dass der Daniel dich verlassen hat? Oder was hast du gemacht? Geht's dir eigentlich noch ganz gut? Ja, ich wollte mal sagen, wie blöd er ist. Und was wolltest du dem jetzt da schreiben oder was? Oder ja, wie jetzt? Ob er damit was zu tun hat. Ich weiß ja nicht, ob er vielleicht was damit... Was hat dein Bruder denn gesagt? Findet er toll? Er war schon angepisst. So ja, wie angepisst? So ein bisschen mehr? Ja, schon... Mehr. Ziemlich viel wahrscheinlich. Aber ich wollte ihn halt auch zur Rede stellen, weil er immer irgendwie in meinem Leben halt... Der Schluss gemacht, Mädchen, das musst du akzeptieren. Nee, ich meine Viktor. Wegen Viktor ist immer irgendwas. Wer fährt von euch ein rotes Auto? Einen roten Kleinwagen, Kölner Kennzeichen. Viktor. Viktor? Ja. Viktor fährt so ein Auto? Ja, reicht's jetzt. Machst du das weiter mit ihr? Ja, ich bin dran. Ich habe ihn halt zur Rede gestellt, weil er immer in meinem Leben reinfuscht. Ich studiere jetzt Medizin und will jetzt endlich mal was erreichen und immer kommt, ja, Viktor, Viktor, Viktor. Hast du vielleicht auch mal Gedanken darüber gemacht, wenn du diesen Quatsch hier, dass der Daniel einfach keinen Bock mehr auf dich hat, wenn du das deinem Bruder steckst und dein Bruder sagt, ich bin not amused über die ganze Geschichte, weil niemand tut meiner Schwester weh, dass er vielleicht sich in irgendeiner Art und Weise bei Daniel bedanken möchte mit so einer Nummer hier? Weißt du, was mit Daniel los ist? Der Martin ist weg. Wie, der ist weg? Der hat sich seine Weste geschnappt und ist weg. Wo ist denn der hin? Wie, der hat die Weste geschnappt? Ist das Auto noch da? Nee. Lea? Will Martin Fuchs seinen Ziehsohn im Alleingang retten? Seine ermittelnden Kollegen treffen soeben auf dem Clubgelände des Verdächtigen ein. Also wir sind jetzt gerade auf das Gelände hier gekommen, auf dieses Etablissement, da es auf der Wache Hinweise gab, dass der Bruder von der Ex des Verunfallten irgendwas mit der Sache hier zu tun haben könnte. Wir gucken uns jetzt hier mal auf dem Gelände an und schauen, ob wir den Gesuchten antreffen können. Guck mal, hier auf jeden Fall eine rote Karre, die abgedeckt ist. Das könnte passen, wa? Das ist keine Seele hier, wa? Ach, guck dir das mal an. Das passt ja 100%. Ist das grün? Ja. Ja, wa? Ach du Scheiße, guck mal hier auf den Rücksitz. So Blut. Das ist ja eine richtige Blutlache. Wenn der andere mal nicht noch hier auf dem Gelände ist, ne? Der Daniel. Jo.
Du, ich würde auf jeden Fall erstmal ein RTW bestellen. Hol mal ein RTW, ja, auf jeden Fall. Die Beamten ermitteln, dass das Auto auf einen Marcel Wöhler zugelassen ist. Ein Komplize? Außerdem erfahren sie, dass Kollege Martin Fuchs vor Ort sein könnte. Der Martin, der ist ja unmittelbar von diesem ganzen Vorfall betroffen. Und es ist natürlich eine schlechte Idee, wenn jemand, der da irgendwie involviert ist in die ganze Geschichte, in dem Fall familiär, hier vor Ort mit ermittelt, weil wir nicht wissen, in welche Richtung das Ganze weitergeht. Der verletzte Neffe könnte in Lebensgefahr schweben und Martin Fuchs aus Sorge unbedacht handeln. Guten Tag, Polizei. Stopp, Polizei, keine Bewegung! Nimm die Waffe runter! Die Waffe runter, ich schieße! Drei Schritte zu mir, auf die Knie! Auf den Bauch legen! Hände zur Seite ausstrecken! Ich hab ihn. Ja. Liegen bleiben, schön brav liegen bleiben. Was machst du hier? Ja, was denkst du, was ich hier mache? Wo ist mein Neffe? Geh dich in Scheiß! Wo mein Neffe ist, will ich von dir wissen! Martin, bleib ruhig, Martin, beruhig dich! Junge, wo ist mein Neffe? Ich frag's zum letzten Mal! Martin. Ich hab keine Ahnung, wo dein scheiß Neffe ist! Lass ihn mal. Wir machen das. Habt ihr noch was rausgekriegt? Nee, erstmal nicht. Schön locker lassen, locker lassen, lass locker. Alles gut. Jetzt einmal zur Seite umdrehen. Bein anwinkeln. Aufstehen. So, mein Freund, was ist das hier für eine Aktion? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Was soll die Scheiße? Wer bist du? Was soll die Scheiße? Wer bist du? Ich bin Marcel. Marcel? Ja. Das ist doch der Halter von dem Wagen gewesen, oder? Marcel, wie weiter? Ist deines am Mikrofon hin. Ach, scheißegal, ich sag euch gar nichts mehr. Hey, du hast es aber nicht so eine große Fresse, mein Freund. Martin, ich hab die große Martin. Fresse, wenn ich das haben will. Hallo. Männlein, Martin, zieh dich gleich auf links. Komm her. Hallo, nichts, komm her. Hast du den Unfall verursacht? Ja, Mann, habe ich. Okay. Der wurde vorsätzlich verursacht. Das heißt, gab es irgendeinen Grund dafür, dass du... Hattest ja, der du konnte nicht Auto fahren. Der konnte nicht Auto fahren? Das glaube ich nicht. Was hast du mit dem Daniel zu tun? Ist der hier? Das sag ich euch nicht. Wo ist Viktor? Wo ist dein Chef? Junge, mach's Maul auf! Da hinten. Wo da hinten? Da hinten, müsst ihr rübergehen und selber gucken. Geht ihr? Ich bleib hier. Bleibst du hier? Ja. Ich rufe einmal Unterstützung. Ne? Alles klar. Pass auf die Stufen auf. Ja. Waffen. Deine Pflicht hierher zu kommen. Ich hab dich gebrochen. Heul dich einfach. Scheiße. Die Waffe kriegt ihr. Der wird dir helfen. So, mein Freund! Ey, stopp! Weg da! Weg von meinem Neffen, sag ich! Ich versuch dem nur zu helfen! Weg von meinem Neffen, sag ich! Ich versuch dem nur zu helfen! Ich hab gesagt, du sollst von meinem Neffen weg! Pass mal jetzt genau auf, was du jetzt machst, ja? Ich glaube, du weißt gar nicht, mit wem du dich anlegst. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast. Was soll die Scheiße? Du lässt mich jetzt hier. Übernehmen. Hast du? Ja. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Ruhe jetzt, umdrehen auf den Bauch. Ist ja gut. Leg dich auf den Bauch jetzt. Okay. Leg dich auf den Bauch. Alles gut, ich bin da. Boah, mein Anwalt. Erzähl mir was. Hast du meine Nachricht nicht gekriegt? Doch, die habe ich gekriegt, aber zu spät, Junge. Ich hätte mich auf die Scheiße nicht einlassen sollen, ehrlich. Ich habe rausgekriegt, dass an meiner Affäre. Ich denke, ja. Die Schwester von ihm ist und. Oh, fuck. Und ich hatte so einen Typen hinter mir gehabt, der hat mich voll von der Straße weggekickt, ey. Absichtlich, ne? Natürlich. Okay, alles klar, pass auf. Es ist alles gut. Wir haben die Jungs. Er ist jetzt versorgt. Der andere, der dich weggekickt hat, den haben wir auch. Du wirst jetzt gesund. Hörst du? Es wird alles gut. Ich bin bei dir. Komm, Junge, komm. Was hatte der Schwerverbrecher mit Martin Fuchs' Neffen noch vor? Der Beamte stellt den polizeibekannten Täter zur Rede. Erzähl mir was. Warum die Scheiße? Was soll das? Dein Neffe braucht einfach nur eine Lektion, mehr nicht. Eine Lektion? Ja. Was für eine Lektion braucht mein Neffe? Man macht keine Scheiße mit meiner Schwester. Was hat er mit deiner Schwester gemacht? Kannst du ja selber von ihm erklären lassen. Du erklärst mir das jetzt. Ich will das jetzt von dir hören. Ich wollte einfach nur mit ihm reden. Mehr wollte ich nicht. Reden? Das ist Reden? Das war ich nicht. Das war der andere Halbaffe, den du da draußen wahrscheinlich verhaftet hast. Den Halbaffen, den haben wir schon im Fahrzeug jetzt bei uns. Was soll er mit deiner Schwester gemacht haben? Der hat die verarscht. Ganz einfach. Was heißt Frag verarscht? Ihn doch selber. Frag ihn doch selber. Der hat den verlassen. Das ist verlassen? Was bist du, der Aufpasser deiner Schwester, ihm, oder was? Ich wollte nur einfach nur mit ihm reden. Was soll ich denn machen, wenn mein Kollege den Das hier ist kein Reden. Wir unterhalten uns gleich. Pack den weg. Ich bin jetzt immer noch total aufgebracht. Ne? Also muss man jetzt auch einfach mal verstehen. Das ist mein Neffe, das ist wie ein Sohn für mich.
hat sich von dem Mädchen getrennt, weil er halt nicht in diese Kreise reingezogen werden wollte, was ich total verstehen kann. Und im Grunde war es auch richtig so. Hätte sich vielleicht eher öffnen sollen. Der andere Vogel, dass er dann gesagt hat, der hat das alles nicht so gewollt, das ist mir total egal im Moment. Also ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, das kann ich jetzt aktuell nicht beurteilen. Das will ich aber auch gar nicht beurteilen, weil ich sehe nur meinen Neffen, wie er da vor sich hin blutet. Ich fahre jetzt mit ins Krankenhaus. Heute Abend fahre ich zum Bahnhof, hole seine Mutter ab. Die ist jetzt gerade auf einer Fortbildung und der muss ich auch erklären, was da passiert ist. Die wird natürlich auch sehr, sehr aufgeregt sein. Also da kommt noch einiges auf mich zu, aber in erster Linie geht es jetzt darum, dass es ihm gut geht. Ne? Hey, ich fahre mit, ne? Ja. Alles klar. Daniel, alles gut, ich bin bei dir. Daniel hat außer einer Kopfplatzwunde und Abschürfungen keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Die Familie und die Kollegen der Wache sind froh, dass sie den 25-Jährigen finden konnten. Den Täter und seinen Handlanger erwarten Haftstrafen.